Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winterdorf. Und wie ihr seht, nehme ich auch diese Folge direkt im Anschluss auf. Ich weiß gar nicht, welche Folgen ich bin. 7, 8 Folgen. Ich habe mir jetzt gedacht, ich produziere für die Woche vor. Nämlich, ich bin da auch nochmal kurz auf Klassenfahrt 3 Tage. Deswegen, jo. Habe ich das mal lieber vorproduziert, nicht, dass ich dann noch ins Stocken oder eben so komme. Gut, also auf jeden Fall, wir brauchen einen Kompass. Und der Kompass geht, soweit ich weiß, ohne Garantie natürlich, geht so irgendwie. Beziehungsweise, ich glaube. Jo, ich habe ja noch nie, ehrlich gesagt, einen Kompass gemacht, ne? Brauchen wir ja eigentlich auch für fast nichts. So, 1, 2, 3, 4. Mache ich mir gleich nochmal einen Kompass. Dann könnten wir mal beide Karten ertraden. Redstone. So. Und den ganzen anderen Crap das wegtun. Hier, das hier. Oh. Ich möchte mal ein bisschen was brennen. So, machen wir das Ganze mal so hier. Und so. So, das brauche ich nicht. Essen, Walzen, hier rein. Das kommt auch nochmal hier rein. Sehr schön. Brauche ich die noch? Dann kann ich den Rest mal verfüttern. Steine. So. Mond brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Nee, das kann man hier rein. So. Gut, dann werde ich jetzt mal kurz. Na, die Kürbisse brauche ich auch gar nicht. Inventar sollte ja auch mal ein bisschen aufgeräumt sein, so in etwa, ne? Gut, dann werde ich mal hier ein bisschen was ertraden. Ich meine, die Scheiße, da brauche ich nicht. So. So, hier habe ich noch ein paar Emeralds. Nehme ich mal ein paar mit. Ich weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat. Aber ich glaube, es war ein happiger Preis gewesen. So. Und dann nochmal kurz vorher eine Runde schlafen. Der Hund, ganz, ganz brav, wacht vor unserem Bett. Gut. Dann nehme ich mal hier den schnelleren Weg. Yay. So. Ich hoffe, ich finde den jetzt nochmal. Sollte ja hoffentlich nicht weglaufen. Fotografer? Ja, da ist er doch. So, dann brauche ich hier 27. Meine Güte. Und das ist die Waldschatzkarte. Hashtag 1. Okay. Sehr gut. Dann nehme ich vielleicht nochmal die Ozeanschatzkarte. Mal schauen, ob er noch was Neues freigeschaltet hat. Nein. Okay. Interessant. Interessant. Ich werde mir die jetzt mal anschauen. So, das ist die Waldschatzkarte. So. Verstehe das gerade nicht so ganz. Warte. Ich glaube, der Punkt unten rechts sind doch wir, oder? Bewegt er sich auch mal? Ich laufe jetzt mal einfach hier, keine Ahnung, in die Richtung oder so.
Ja, doch, das könnte unser Fluss hier sein. Kann es sein? Nee. Stopp die andere Richtung. Ich muss jetzt mal ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt, wenn ich jetzt mal hier drauf gucke, ob jetzt das hier, ich zeige es einfach mal so, ob das hier Wasser ist oder ob das hier Wasser ist, beziehungsweise ob da überhaupt irgendwie Wasser auf der Karte abgebildet ist. Das weiß ich nicht so ganz genau. Ich werde jetzt einfach mal kurz so ein bisschen auf Schatzsuche gehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es hier so ein bisschen irgendwie in der Richtung irgendwie liegt. Oder in der anderen, ich weiß es echt nicht. Ich hoffe mal, dass es irgendwie funktioniert. Wenn ich mir die Ozeanschatzkarte nehme, dann... Ach so, das hier. Das hier müsste jetzt Wasser sein und das hier müsste Land sein, okay. Ja, okay, ist auch logisch irgendwie. Inwiefern, irgendwie. Hier oben rechts, okay. Dann müssen wir echt mal schauen, wo das sein könnte. Lauf vielleicht nochmal so ein bisschen in die Richtung. Mich der Abenteuer der Reiz hat mich jetzt eigentlich schon gepackt. Die Menschen, die ist auch richtig stark, ne? Das werde ich wahrscheinlich damit mindestens mit einem Freund machen. Ich werde mir da jemand raussuchen. Mit schöner, starker Rüstung. So, jetzt vielleicht mal knallen. Jetzt gehe ich mit die Richtung? Nee. Ich habe echt keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen soll. Wäre vielleicht irgendwie gut gewesen, wenn das zentral gelegen hätte. Jetzt muss ich da irgendwo rumdappen und ich weiß nicht, wohin ich laufen soll. Hier haben wir auf jeden Fall Wasser. Ich habe echt keine Ahnung, wo es sein soll, ne? Echt keine Ahnung. Also hier haben wir auf jeden Fall Wasser. Ach so, war Norden. Also, wenn wir jetzt hier von Koordinaten her ausgehen, irgendwo steht doch mit Nord-Süd, oder? Norden. Irgendwo steht es doch hier, oder? West, South, East, North. Wenn die Karte nach Norden gerichtet ist, gehe ich mal davon aus. Einfach mal so. Nämlich, die Karten sind doch genordet, oder? Ich hoffe, dass es auch so in Minecraft ist. Ich probiere das jetzt einfach mal. Die Folge, die könnte jetzt vielleicht ein bisschen länger werden. Aber ich probiere das jetzt einfach mal wenigstens mal die Menschen vielleicht sogar zu finden. Aber reingehen werde ich wahrscheinlich jetzt nicht alleine. Im Extreme Hill Biome ist sie ja nicht. Norden laufe ich auf jeden Fall immer noch. Oh, da ist ein Kanickel. Beninchen, hallo. Oh, wie süß. Sind noch, glaube ich, Babyhasen, oder? Ich glaube, die bringen noch nichts. Na egal. Lass jetzt mal leben.
Wenn jetzt einfach mal hier so ein bisschen lang. Vielleicht nehme ich dafür dann nächstes Mal irgendwie Speed-Tränke noch mal so mit. Ich brauche auf jeden Fall ein anderes Biom. Vielleicht ist es auch, zeige ich es mal so ein bisschen theoretisch von der in der Nähe von dem ehemaligen Spawnpoint dieser Welt. Nämlich, der liegt, keine Ahnung, glaube ich, 300-400 Blöcke weiter entfernt. Vielleicht hängt es damit irgendwie zusammen. Ist die Karte vielleicht irgendwie, keine Ahnung, von einem anderen Standpunkt ausgeht oder so. Normalerweise. Das Biom sieht doch schon mal besser aus. Jetzt bräuchte ich nur einen Fluss, weil es irgendwie so ein bisschen danach aussieht. Soll ich nicht mehr auf dem Server nur? Also, ich glaube in dem Biom, oder ich weiß nicht, ob es in dem Biom ist oder in einem anderen Biom. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich überhaupt in die richtige Richtung laufe. Beziehungsweise eigentlich, glaube ich, Schneebiom ist es ja nicht. Da glaube ich in so einem normalen Wald oder in einem Dschungel, glaube ich. Einfach mal so ein bisschen in die Richtung laufen. Ich habe echt noch kein richtiges Dungeon so gefunden, so außer halt die Mine, die ich mal gefunden habe. Die habe ich euch aber, glaube ich, auch nicht gezeigt. Ansonsten haben wir noch kein Dungeon oder kein Villager-Dorf, nichts haben wir gefunden. Hier sind wir im Schnee und Eis. Damit sich da überhaupt nichts bewegt auf der Karte. Jetzt mal Richtung X0 gehen. Ändert sich ja gar nichts hier. Mist, jetzt ist sogar dunkel. Ist jetzt blöd, echt. Ziemlich blöd. In dem Biom kann es vielleicht schon eher sein. Ganz viele Blumen, was ist das eigentlich? Valium? Okay, nehme ich mal mit. Okay, so. Aber Pfingstrosen. Das ist doch auch ein schönes Biom, finde ich hier. Das ist ein schönes Biom. Hier mit ein bisschen Schnee, mit ein bisschen Blumen. Das ist doch schön. Warte, ich muss jetzt einfach mal Time Set Day machen, sonst seht ihr nichts mehr. Das wäre dann blöd. So. Da muss doch irgendwas. Irgendwann muss das doch dann mal ein bisschen vorangehen, oder? Da komme ich schon wieder in so ein Schneebiom rein. Das ist echt. Echt knifflig. Ah, doch nicht. Ich hatte gedacht, das wäre ein anderes Biom. Naja.
Gut, weiß gerade gar nicht mit der Folgenlänge, aber das müsste auch schon, glaube ich, 15 Minuten mindestens sein. Ab 10. Na, ja, irgendwie sowas muss gewesen sein. Immer noch bewegt sich dieses blöde Ding hier nicht. Man braucht echt Elytras, ne? Sonst deckt man sich immer wieder hoch. Glaube ich, die einzige Chance, so. Die ich hier weiß hier. Bei mir haben wir jetzt schon die Schatzkarten. Da hat sich auch nichts geändert. Was ist das für ein Dreck? Meine Güte. Ist das vielleicht ein neues Biom? Oh ja, auch irgendwie Fluss und Meer in der Nähe. Zum Village-Dorf vielleicht auch mal nicht schlecht, aber ich will jetzt nichts beschwören, ne? So, also hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Meer. So. Schwer zu sagen, ob es hier sein könnte. Könnte überall sein. Überall ist Fallschaden. Könnte echt überall so sein. Würde das aussehen. In dem Biom ist es, glaube ich, safe, nicht? Hm. Komisch, komisch, komisch. Wollte ich irgendwas anzeigen oder so, könnte doch mal. Aber nein, nichts. Hast du euch das angezeigt? Nö. Das ist doch blöd. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch gleich Schluss machen jetzt mit der Folge, beziehungsweise mit dieser kleinen Aufnahmesession, die nicht mehr klein ist, sondern eigentlich ziemlich groß. Da habe ich schon über 2,5 Stunden aufgenommen. Irgendwie so eine Wildstadt aufzufinden wäre vielleicht auch schön. Aber irgendwie. Bauwerke sind direkt an. Vom Generator her. Nämlich sonst. Sonst würde es ja auch gar nicht, sonst hätte ich auch keine Mine finden können und so. Jetzt vielleicht mal was angezeigt? Nö. Ich schlafe eben noch im Norden, oder? Ja, no. Gut. Ich glaube, ich werde dann hier mal meinen kleinen Ausflug beenden. Ich glaube, hier ist ein Sumpf oder irgendwie sowas davon, oder? Nee. Naja, okay, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal ein paar Däumchen nach oben da. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal vielleicht kurz ein bisschen offscreen auf die Suche machen, um dann vielleicht die Koordinaten zu notieren, falls ich es finden sollte. Und ja. Im Grunde war es das dann aber heute von der Aufnahme, beziehungsweise auch für mich von der Aufnahmesession. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall ein paar Däumchen nach oben. Und ja, schaut auch wieder morgen ein zu einer neuen Folge von Minecraft Winterdorf. Bis dahin, euer Waffenmeister, macht's gut und ciao, ciao.